Merhaba und hallo. Herzlich willkommen in Tirir, Türkei, im einzigen Werk der Krono-Nutzfahrzeuggruppe außerhalb Deutschlands. Ich heiße Tolga Erdinç und ich werde Ihnen heute die Besonderheiten und die Entstehung des Profilana HDs zeigen. Wofür steht eigentlich Profilana HD? HD steht für Heavy Duty, also geeignet für extreme Konditionen, wie zum Beispiel schwere Last oder schlechte Straßen. Die Besonderheiten von dem Profilana HD sind die zusätzlich eingeschweißten Querträger, die Hauptträgerhöhe und die 225 mm Bauhöhe. Hier sehen wir nun ein komplett gestrahltes Chassis, welches in den nächsten Arbeitsschritt Kartellbeschichtung und Pulverbeschichtung überfordert wird. Jetzt sind wir bei der Bandauflagestation. Hier werden alle Fahrzeuge eingetaktet und die typischen Montageschritte durchgeführt, wie zum Beispiel Bremsenmontage, Achsenmontage, die Spureinstellung und es werden auch die Räder und die Stützbeine dem Fahrzeug verbaut. Übrigens gibt es den Profilana HD in verschiedenen Varianten, zum Beispiel als Planaufbau oder aber als Baustoffausführung. Zudem sind sie in unterschiedlichen länderspezifischen Längen erhältlich. Nun befinden wir uns bei der Zubehörstation, wo wie bei diesem Beispiel der Kraftstofftank und die Verpflegungsbox bereitstehen. Der Kraftstofftank hat den Vorteil, dass der Fahrer längere Fahrten machen kann. Somit ist er nicht, wie zum Beispiel in Afrika, auf das schlecht ausgebaute Tankstellennetz angewiesen. Wo wir beim Thema lange Fahrten sind, hier kommt die Krone Verpflegungsbox zum Einsatz. Diese hat hier in der Türkei für die türkischen Fahrer eine wichtige Bedeutung, weil sie sich selbst unterwegs mit Lebensmitteln versorgen. An dieser Stelle entscheidet sich der Weg, ob das Fahrzeug den weiteren Fertigungsprozess durchläuft oder aber in den Verladevorgang geht. Hierzu wird meine Kollegin von der Özda Ihnen Näheres erzählen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Dreipaket, welches für den Versand vorbereitet wird und später am Ankunftsort von Fachpersonal aufgebaut wird. Mein Kollege montiert gerade das Überführungskennzeichen für die Fahrt zum Hafen Izmir, von wo aus wir unseren Profilana HD schwerpunktmäßig in den Nahen Osten und Afrika verschiffen. Die Vorteile für unseren Kunden: Einsparung der Transportkosten und Chronokalität über die Kontinente hinweg. Im abschließenden Fertigungsprozess widmen wir uns dem Aufbau. Hier wird zunächst die Stirnbandbaugruppe, das Heckportal, das Verdeckgestell und optional die Seitenbordwände montiert. Nach Erfolg der Seitenplanemontage wird das Fahrzeug von unserer Qualitätssicherungsabteilung abgenommen. Somit ist das Fahrzeug abholbereit.